Ja, also wir wollen heute zusammen Demos schauen. Ich werde währenddessen zwischendurch so ein bisschen erklären, was irgendwie der Witz daran ist oder so. Aber im Prinzip geht es halt darum, einfach den Kram zu gucken und Spaß damit zu haben. Die Sachen haben alle gemein, dass es halt irgendwie aussieht, als wäre das irgendwie so eine Animation irgendwie, so ein Film. Aber es ist halt live auf dem Rechner, der hier steht, direkt gerendert. Und wir schauen jetzt einfach mal irgendwas an und schauen, was passiert. So, Auflösung einstellen und alles. Können wir das Licht ein bisschen?
Sehr gut, das habt ihr schon mal sehr richtig gemacht. Diese Demos, die werden üblicherweise auf so sogenannten Demo-Partys präsentiert. Also irgendwie 90% von euch wissen das schon, aber ich erzähle es trotzdem halt alles nochmal. Das sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie hier, nur zwei Stufen weniger seriös. Und die Leinwand ist noch ein Stückchen größer und der Sound ist noch ein bisschen lauter. Und die Leute sind betrunkener. Und genau, und dann gibt es halt so Competitions in verschiedenen Kategorien, zeige ich gleich noch mehr dazu. Und dort sitzen dann tatsächlich, je nachdem wie groß diese Party ist, dann 100 oder vielleicht auch mal 500 Leute vor so einem großen, vor so einer Leinwand und schauen dann halt so, wie das das Demo so das erste Mal präsentiert wird und dann wird abgestimmt, Preise kann man gewinnen und so weiter. Genau, gerade haben wir ein Demo gesehen, das bedeutet, es ist, wenn wir hier nochmal reinschauen, das ist eine ausführbare Datei und da liegt noch irgendwelche andere Kram nebendran, unter anderem hier eine Megademo.dat mit 33 Megabyte, das ist halt irgendwie die ganze Geometrie und der Soundtrack als MP3 oder sowas drin. Trotzdem ist halt alles, was wir gerade gesehen haben, live gerendert, also wie in einem Computerspiel halt, nur dass es eben nicht interaktiv war. Das heißt, wenn man einen Rechner hat, der ein bisschen zu langsam ist, dann ruckelt es halt zum Beispiel oder man muss die Auflösung runterstellen. Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal weiter. Na, das ist zu lang. Genau, schauen wir mal hier Evoke. Genau, also diese... das ist eigentlich ganz... Genau, diese Demo-Partys, das ist alles so eine Kultur, die so immer... Ja, auf der einen Demo-Party wird dann für die nächste eingeladen, indem man ein Invitation-Demo macht zum Beispiel. Das hier ist jetzt auf der Evoke released worden. Das ist eine Demo-Party, die immer im August in Köln stattfindet. So mittlere Größe, so mittel bis groß. Genau, und das hier ist jetzt zum Beispiel einfach so eine Invitation für eine andere Party, von der wir dann auch gleich noch was schauen. So, irgendwas muss ich. Genau, das Ding hätte jetzt hier noch so einen Anaglyphen-Modus gehabt für rot-grün Brillen oder so.
Also, die haben das Datum verrafft. Ich weiß nicht, das wurde dann später irgendwie korrigiert noch. Ja. Das Ding ist jetzt hier irgendwie so 25 Megabyte groß. Also da waren jetzt halt, also die Leute fragen immer nach der Größe und wir schauen auch gleich was klein ist. Was man hier aber schon gesehen hat, es gab so diesen Greetings-Teil, wo irgendwie andere Demo-Gruppen gegrüßt wurden. Das heißt, das sind immer so ein paar Leute, die zusammen so ein Ding machen, die üblicherweise eine Gruppe bilden, die über längere Zeit besteht. Und dann was zusammen gemacht und man braucht irgendwie jemand, mit der Musik macht und man braucht einen Coder und jemand muss Grafik machen und so weiter. Und also allein ist es halt quasi nicht möglich, sowas hinzukriegen. Oder wenn es halt nur einer macht, dann ist halt meistens der eine oder andere Aspekt halt stilistisch irgendwie nicht so geil. Und genau, und die Gruppen, die stehen halt alle in so einem freundlichen Wettbewerb einander gegenüber und deswegen wird halt eben auch gegrüßt. Das ist was man heute auch noch häufiger mal sehen wird, einfach so Greetings-Teil. Das ist, wenn man irgendwo so Worte rumschweben sieht, die man nicht versteht, das sind Demo-Gruppennamen meistens. Genau, dann können wir jetzt von derselben Party von Evoke eine 64K gucken. Genau, ja. Ja, da war ich beteiligt. Ja, also das ganze Ding ist jetzt nur 64 Kilobyte groß, die Executable, und da ist halt alles drin, Musik, Synthesizer, Rendering, Geometrie, Generierung, alles. Deswegen auch der Ladebalken, weil es halt vorher erstmal irgendwie noch Zeug generieren muss und in dem Fall Shader kompilieren, was auch lange dauert. Versuchen immer wieder Leute. Manchmal wird gesungen auf Demo-Partys, während Ladebalken besonders lang ist. Vulkan hat sich das mal mit den Shadern. Also das war jetzt auch wieder eine Invitation, diesmal für eine Schweizer Demo-Party, die Bünzli. Genau, die haben uns halt irgendwann gefragt, wollt ihr nicht eine Invitation machen? Und dann haben wir uns halt überreden lassen und dann mussten wir halt auch, weil die Evoke die letzte Party vorher war, dann halt auch wirklich was abliefern.
Ja. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit gerne reinfragen. Ja, dann können wir gleich mal 64K weitergucken. Das müssen wir noch packen. Genau, also man sieht hier zum Beispiel, der Screenshot ist irgendwie ein Megabyte groß, das Ding ist 57 Kilobyte groß. Genau. Und Sie haben hier Platz gehabt, um diesen Dialog mit Facebook und YouTube-Buttons zu machen, genau, weil es offenbar noch übrig war. Genau, also das war jetzt auf der Function Release. Die Function ist eine ungarische Demo-Party. Das ist die, von der wir vorhin auch eine Invitation gesehen haben, die so ein bisschen bum-bum war. Genau, und die... die das Datum verrafft haben, genau. Da wurde das hier unter anderem released. Also wir haben jetzt schon so ein paar Beispiele gesehen, es gab jetzt so ein paar Sachen, die so einfach irgendwie geblinkt haben zur Musik und es war mehr so Crowdpleaser. Andere Sachen hatten so ein bisschen mehr Style und Design. Teilweise liegt es daran, dass es irgendwie recht kurz vor Deadline ist und man nichts anderes hinkriegt, außer ein bisschen auf den Beat synchronisieren und kein richtiges Konzept. Teilweise ist auch einfach der Plan, die Leute sind betrunken und sind in Partylaune und dann gewinnt man vielleicht mit sowas. Aber das sind natürlich eher die Sachen, die dann vielleicht langfristig etwas in Vergessenheit geraten gegenüber denen, die tatsächlich so eine Art Konzept haben. Wir schauen später noch mehr 64Ks. Meine Idee ist, dass wir jetzt aus diversen Kategorien ein paar Sachen schauen und am Ende schauen wir noch von der Revision. Das ist die größte Demo-Party, die es so gibt. Die ist immer zu Ostern in Saarbrücken. Schauen wir davon einfach noch ein paar Releases und so aus mehreren Kategorien. Genau, wir können jetzt einfach ein Stückchen kleiner noch gehen.
Wir haben ins 64K geguckt. Jetzt haben wir hier ein 8K zum Beispiel. Ja, ich starte das einfach mal. Also man hat jetzt schon gesehen, dass der Content, den man gesehen hat, der sah schon so ein bisschen mehr generiert aus. Da waren so ein paar Fraktale dabei. Teilweise wurde es so ein bisschen versucht zu verstecken, aber je kleiner es wird, desto eingeschränkter ist man natürlich in dem, was man machen kann. Teilweise ist es aber auch ein Vorteil, weil halt diese Einschränkungen auch häufig so die Kreativität einfach fördern. Ja, dann gehen wir einfach noch eins kleiner, schauen wir noch ein paar 4K an.
Das hier zum Beispiel. Genau, also jetzt, was ich noch vergessen habe zu sagen, alles, was wir heute hier schauen, es sind nur Sachen, die seit der letzten GPN released wurden. Also alles hier ist jünger als ein Jahr. Das heißt, es ist so die Nachlese des Demos 10 Jahres, wenn die GPN der Jahreswechsel wäre. Eine Frage. Ja, Frage? Du hast jetzt öfters schon, also gibt es Release Rules? Also, wer legt die Regeln fest? Also, die Frage ist, gibt es Regeln für die Releases und wer legt die fest? Die Party-Organizer legen die fest. Üblicherweise sind die aber sehr ähnlich zwischen den Partys. Also zum Beispiel 4 Kilobyte ist halt 4 Kilobyte, da ist irgendwie nicht viel Diskussionsspielraum. Ja, aber irgendwie was dazu liegen muss an Files. Also letztendlich ist es einfach Sache der Party. Und jede Party hat so ein verschiedenes Set an so verschiedenen Competitions, die sie anbietet. Die kleineren Partys haben weniger Competitions und werfen vielleicht auch Sachen zusammen, die auf einer größeren Party, wo dann mehr Releases rauskommen, in getrennten einzelnen Kategorien laufen würden. Also gibt's dann zum Beispiel so Combined Demo und da ist dann irgendwie alles drin zum Beispiel. Also auf kleineren Partys, weil einfach dann häufig nicht genug Releases zustande kommen, um eine eigene Competition zu machen. Ja, also letztendlich, die Party legt es quasi fest. Ja, noch eine Frage? Gibt es Einschränkungen, welche Libraries man linken darf? Die Frage ist, gibt es Einschränkungen, welche Libraries man linken darf? Oh, vielen Dank. Darf man verlangen, dass jemand irgendeine spezielle DirectX-Version? Nein, Dankeschön. Die Idee ist, es muss auf einem nackten Rechner laufen, auf dem das Betriebssystem und der Grafikkartentreiber installiert ist. Das ist alles. Darauf muss es laufen. Es gibt manchmal noch andere Sachen, keine Ahnung, wenn man irgendwie jetzt angenommen eine Java-Demo-Competition hätte, ist natürlich klar, dass das Java installiert sein muss. Oder es gibt irgendwie, also JavaScript gibt es manchmal, dass es dann im Browser läuft oder so, das ist natürlich anders, aber wenn man nichts weiteres dazu sagt, ist die Regel, Rechner mit Grafikkartentreiber installiert und sonst nichts. Also das heißt, das DirectX ist drauf, weil es halt irgendeine Version kommt mit, wenn es ein Windows ist und ein OpenGL bringt der Grafikkartentreiber auch mit. Das hat man dann. Aber halt sonst nichts weiteres. Also wenn man irgendwas erlauben würde, wird es halt auch endlose Diskussionen immer geben und man nimmt einfach so das Niedrigste und dann hat man so eine gute Basis und dann ist das auch alles irgendwie vergleichbar und so. Okay. Also üblicherweise wird der Rechner, auf dem es dann dort auf der Party läuft, wenn was da so drin ist an Hardware, wird häufig früher bekannt gegeben, manchmal auch erst auf der Party oder so. Und man kann dann mit einem USB-Stick erstmal dahin laufen und gucken, ob es läuft. Also idealerweise macht man das deutlich vor der Competition. Das ist nicht immer so, aber für die Organizer ist es natürlich nett, wenn man das vorher macht, weil die einzelnen Releases werden halt auch häufig in eine Reihenfolge gebracht, sodass sich vielleicht ein Spannungsbogen ergibt oder dass man halt irgendwie nicht mit dem Besten anfängt und dann nur Schrott zeigt, sondern dass man nicht das Pulver verschießt, sondern die guten Sachen eher so ans Ende tut, aber vielleicht auch nicht ganz, sodass es halt irgendwie dass die Competition als Ganzes, die 3 bis 30 Dinge, die man guckt, dass die so ein bisschen Zusammenhalt haben und nicht alles total durcheinander geht. Deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn man es ein bisschen vorher abgibt, weil dann können die Organizer das auch wirklich machen. Ja, was haben wir? Genau, also 4K wollten wir gucken. Genau, wir schauen jetzt mal dieses. Das ist auch von der Function, auch die ungarische Demo-Party. Ich starte das. Ich kann mal einfach noch so testweise einfach mal das aufmachen. So sieht diese Datei aus. Das ist alles so quasi. Wenn man das im Texteditor aufmacht. Genau, das hilft, das muss man manchmal machen, um sich das zu veranschaulichen.
Man hat es natürlich auch gesehen, das war jetzt nur ein Effekt letztendlich. Also so, sah so ein bisschen anders aus, mal ein paar andere Farben, mal solche Wellen, bisschen andere Kameraeinstellungen. Aber letztendlich war es halt nur ein Ding, weil da einfach ist, das bei 4Ks ist halt also meistens kein Platz für mehr als einen Effekt. Und wenn der halt besonders vielseitig ist, ist natürlich gut, wenn man den also auf verschiedene Arten ausgestalten oder zeigen kann. Aber viel mehr ist dann halt einfach nicht mehr drin. Ja, es gibt auch noch kleinere Kategorien. Jetzt können wir hier mal 256 Byte anschauen. Die 256 Byte-Dinger, die laufen alle auf DOS. Das liegt daran, dass man auf DOS halt eine ausführbare Datei schreiben kann mit nur sehr, sehr wenigen Bytes, die man halt am Anfang irgendwie braucht. Also beim Windows brauchst du halt irgendwie... Ja, gar keine, wie auch immer. Genau, ich meine, du willst vielleicht schon irgendwie irgendwas machen. Also genau, aber genau, letztendlich hast du halt auf Windows irgendwie, brauchst du irgendwie total viel Zeug, Fenster aufmachen, bla bla bla, braucht alles irgendwie, braucht alles irgendwie Quellcode und Größe. Und die ganz kleinen, die genau, sind alle DOS. Da ich keinen DOS habe und irgendwie jetzt nicht mit Emulatoren rumfrickeln wollte, habe ich halt irgendwie ein Video genommen davon, gibt es dann halt irgendwie auf YouTube oder so. Das heißt, wir gehen jetzt hier frevel und schauen das jetzt nicht richtig, so wie es gehört. Teilweise laufen die Dinger in DOSBox, teilweise nicht. Also, weiß ich nicht. Von diesem hier. Ja, genau, also hier ist genau, der Quellcode ist dabei. Genau, das sagt doch irgendwie schon alles letztendlich. Das heißt, der Quellcode ist neunmal so groß wie das Binary. Ja, genau, ich meine, ist ja halt ausgeschriebenes Assembly, der Quellcode ist halt letztendlich dasselbe in. Genau. Ich starte das jetzt einfach mal. Wir wollen hier gar nicht so viel über Technikzeug reden. Es hat Sound. Ich spreche das jetzt mal ab, weil es geht halt so weiter. Ja. Ja, also das ist, ich habe auch keine Ahnung, wie das, was da eigentlich passiert. Es gab einmal ein lustiges Experiment. Ein Freund von mir hat von mir den Assembly-Quellcode von so einem anderen 256 Byte vorgesetzt bekommen, meinte, er kriegt raus, was das macht durch Quellcode angucken. Da ist irgendwie 5 Stunden dran, sagt sie so, ja irgendwie, ich komme nicht weiter, so vielleicht machst du das. Und dann angeklickt und, ja, was? Wie kann es das? Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Aber wir können das andere auch noch anschauen, das ist eigentlich auch ganz witzig. Genau, es hat keinen Sound. Also, dass es eine Sound hatte und da diesen Sinuston hatte, das war schon total krass. Das gab es auch davor nicht. Das Vorschaubild hat zu viel verraten. Ja, das Vorschaubild hat es verraten, ich weiß. Genau, aber das macht es. Ja. Ja, so, jetzt gehen wir wieder zurück zu Demo, weil da haben wir noch ganz viel nicht geguckt. Das heißt, wir verlassen jetzt die kleinen, größenbeschränkten Dinge und gehen jetzt wieder zurück zu, man hat einen modernen Rechner und quasi unbeschränkt Festplattenplatz. Also irgendwie, meistens gibt es halt ein Limit, aber das ist dann bei 100 Megabyte oder sowas, was halt so klein ist, dass man nicht ein Video abgeben kann quasi. Was es in der Qualität machen würde. Sieht man die Demos nur auf den Partys oder werden die auch anders? Frage ist, ob man die nur auf den Partys sehen kann. Nee, man kann die im Internet einfach runterladen.
Also ich schreibe einfach ins Wiki von hier schreibe ich Link auf die Webseite, wo man das alles bekommt und schreibe auch, was wir hier geguckt haben, wenn ich es alles noch zusammenkriege dann. Aber also man kann die sich einfach runterladen, ist alles frei. Von den meisten gibt es auch YouTube-Captures, vor allem, falls man irgendwie keinen Rechner hat, auf dem es so läuft. Aber also an sich ist immer die gute Idee, es erstmal gerade zu probieren, ob es auf dem Rechner geht. So, genau, wir schauen jetzt das. So, das ist jetzt also wieder groß, wie gesagt. Das Ding ist auf gewisse Weise besonders, weil es... Bitte? Megabyte. Es ist halt die Frage, was du möchtest. Da geht's halt quasi dann um andere Sachen. Da ist halt, wenn du halt ein komplexes Model drin hast von irgendwie toller Geometrie, reißt halt hier quasi keinen vom Hocker, sondern da musst du tatsächlich irgendwie ein Konzept haben, musst du was Interessantes mitmachen. Genau, und das Ding hier ist insofern ein bisschen besonders. Ihr könnt mal darauf achten, wie der Soundtrack mit den Visuals zusammenpasst. Das ist, ja, ist hier ein bisschen ein interessanter Soundtrack zum Beispiel. So zum Beispiel.
Also hier war jetzt zum Beispiel auffällig, die Visuals, vor allem hier am Anfang, die sahen ja so technisch gesehen schon irgendwie ziemlich billig aus sozusagen. Aber darum ging es hier halt quasi einfach gar nicht. Und also Leute versuchen da in verschiedene Richtungen. Manche versuchen irgendwie den total tollen, realistischen Look hinzubekommen. Andere haben irgendwie ein Konzept irgendeiner Art und versuchen daraus was Interessantes zu machen. Und also hier gerade der Soundtrack zum Beispiel. Häufig ist es ja so, dass der Soundtrack als Musikstück an sich funktionieren würde. Ist ja hier zum Beispiel überhaupt nicht der Fall gewesen. Das hat ja irgendwie, also ohne die Visuals würde der Soundtrack hier zum Beispiel gar nicht gehen. Das ist insofern auch ein bisschen untypisch. Genau, dann können wir eigentlich gleich passend dazu von den gleichen Leuten noch was anderes schauen. Das da. Genau, die gleiche Gruppe, die das gemacht hat, hat auch das hier gemacht. Ist auch groß irgendwie. Die letzte Einstellung bei dem Ding, die sah ja so ein bisschen
Da war so sehr, sehr viel Zeug auf dem Bildschirm, alles chaotisch irgendwie. Das war nicht beabsichtigt von den Leuten. Es sieht auf dem Rechner von den Leuten, die es gebaut haben, anders aus und besser. Auf meinem und auf dem, wo es lief, auf der Party, auf dem Komporechner, sah es so aus wie hier. Sie wissen nicht warum, so ist es halt. Ja, es war auch nur die eine Szene, alles andere war korrekt. Also deswegen, ja, müsste man jetzt halt debuggen, aber ja, genau. So, wie sind wir in der Zeit? Okay. Ich schau mal noch so rum, was wir noch haben. Ah, da gibt's gar nichts. Revision schauen wir später. Ah, das müssen wir auf jeden Fall gucken. Das ist von einer, wurde released auf einer sehr kleinen finnischen Demo-Party. Ich bin auf die tatsächlich auch hingefahren. Die ist insofern lustig, als dass die in einer Villa stattfindet, die mal für eine Firma gebaut wurde. Und es ist halt so eine James-Bond-Bösewicht-Villa. Und die Firma ist dann letztendlich an Korruptionsskandalen, die irgendwie mit... die auch zu Partys, die in dieser Villa stattfinden, irgendwie passen, zugrunde gegangen. Die Villa ging an die Stadt, kann man jetzt mieten. Und deswegen ist es halt so eine Villa mit zwei Saunen und Pool und die Leute sitzen dann im Handtuch vor dem Big Spiel und sowas. verlieren das Handtuch beim Tanzen, alles, ja. Die Musik hier war nicht generiert, die wir gerade, also in den Demos ist meistens die Musik, also genau, man bezeichnet üblicherweise als Demo im engeren Sinne das, was keine Größenbeschränkung hat, und als Intro das, was eine Größenbeschränkung hat. Und bei den Demos, die beliebig groß sind, liegt die Musik üblicherweise einfach als MP3 oder Ogg oder irgendwas einfach mit dabei. Das heißt, hier zum Beispiel bei dem liegt sie einfach dabei. Das ist, wenn man Soundtrack mag, kann man ihn einfach sich nehmen und in seine Playlist stecken, wenn man es möchte. Nein, das trinke ich nicht. Ich weiß, was das ist. Das ist Pfefferschnaps, ich trinke das hier nicht. Oh Gott. Genau. Also jedenfalls auf dieser kleinen finnischen Demo-Party mit irgendwie 80 Leuten Beschränkung oder so, wo die Leute mit Handtüchern vor dem Big Screen tanzen, wurde unter anderem dieses Meisterwerk released. Also es ist auch eine Pizza von modernen Rechnern.
Okay. So, tut mir leid. Wenn man halt auf so einer Party ist, gehört zu der Experience dazu, dass manchmal Dinge passieren, die nicht angenehm sind. Das passiert einfach. Und es ist halt, also der Kontrast zu dem davor, weil also könnte jetzt quasi nicht größer sein, aber so ist es halt auch manchmal. Also die Bandbreite von Dingen, die es gibt, ist halt einfach sehr, sehr groß. Es gibt üblicherweise natürlich auch immer Sachen, die einfach nur total schlecht sind. Also ungewollt schlecht. Okay, ich glaube, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Wie lange Zeit haben wir überhaupt? Wir haben jetzt eine Stunde rum. Haben wir anderthalb Stunden? Ich weiß gar nicht. Also genau, ich glaube, wir gehen mal zum... zwei Stunden haben wir? Was sagt die Technik? Wie lange dürfen wir? Bitte? 22:30. Das wäre es. Können wir noch eine Viertelstunde haben oder so? Cool. Okay. Wir springen jetzt zur Revision. Die Revision ist die größte Demoparty, die es im Jahr gibt. Es ist immer an Ostern, also ist gar nicht lang her. Auf der Revision gab es. Das ist häufig so ein bisschen das Highlight, dafür hebt man sich die guten Releases auf und so. Und ich habe jetzt die jetzt auch aufgehoben, deswegen ist es wichtig, dass wir die noch gucken. Ich lasse mal ein bisschen was weg. Ja, mach Nürnberg, du bist schon okay. Laut Fahrplan bis 23:15 laut Fahrplan, okay. Nee, die Technik muss ja mitspielen, also okay, wir fangen mal an. Also, die 64 Kilobyte Competition war bei dieser Revision ziemlich gut. Wir schauen jetzt vier Releases, die aus dieser Competition kommen. Ich fange einfach mal hier an. Die Artificial, die Menschen, die das gebaut haben, sind auch sämtlich hier auf der GPN. Genau. Ich habe nicht getestet, ob es läuft. Ich hoffe, es geht. Okay, so viel dazu. Unsere Releases, also Mikro? Hallo? Test, hallo? Ah, gut. Unsere Releases sind auch mit dem letzten Treiber-Update von Nvidia sämtlich kaputt gegangen. Wir mussten sie alle reparieren. Wir hatten letztendlich Fehler in unserem Code. Das war schon leider korrekt. Genau. So. Tut mir leid, war halt einfach nicht getestet. Das hier habe ich auch nicht getestet, das schauen wir jetzt. Das ist von auch 64 Kilobyte. Ich sage einfach mal nichts dazu. Thank you.
also das ist jetzt auch sehr untypisch gewesen, weil es ja mehr so das Format von einem Kurzfilm hatte. Und einfach so die Menge an visuellem Inhalt, die es hatte, ist einfach, ja, fand ich schon sehr beeindruckend. So, wir schauen jetzt das, genau. Wir schauen gerade die, jetzt haben wir gerade Platz 3 geschaut, wie sie am Ende in der Competition rausgekommen sind. Jetzt schauen wir Platz 2. Da war ich auch wieder beteiligt. Vorhin lief's. Ja, sehr gut. Nee, wir haben nicht so viel Zeit, müssen wir was anderes gucken. So, genau, jetzt schauen wir das, was gewonnen hat. Lustigerweise, da gab es so ein bisschen eine Vorgeschichte dazu. Die Leute von Conspiracy, die das gemacht haben, was wir gleich gucken, die haben, wir haben uns mit denen das ganze Jahr irgendwie so, also virtuell, man chattet ja so miteinander, so gepiesackt, so. Wir hatten irgendwie letztes Jahr ein tolles Release gehabt und die meinten jetzt, das geht nicht, wir machen jetzt irgendwie was Besseres und ja, genau. Letztendlich war die Ansage so, it's on, und ja, sie haben tatsächlich den ersten Platz vor uns gemacht, aber ist total in Ordnung, weil, ja, verdient.
Team. Ja, genau. Technik, dürfen wir noch eins? Sehr gut. Genau, also jetzt wir haben gerade 64K geguckt, alles. Also ich möchte darauf hinweisen, das, was wir gerade geschaut haben, es hat ein Sprachsample drin. Also es kam Sprache drin vor. Also ich möchte das einfach in den Raum stellen. Okay. Dann schauen wir jetzt noch ein Demo. Wir schauen einfach das, was die Demo-Competition gewonnen hat. Die war dieses Jahr absurd lang. Es gab, glaube ich, 20 einzelne Demos. Die meisten davon waren kompletter Schrott, aber das, was gewonnen hat, war tatsächlich, dürft ihr selber entscheiden. So, das geht bestimmt alles irgendwie. Ich muss tatsächlich eine Taste drücken, damit es weitergeht, glaube ich. Oder auch nicht. Mal schauen. Thank you.
Okay, sollen wir noch mit was Ruhigerem abschließen und dann das Ende? Mach die Technik noch eins mit und dann... Okay, gut. Okay. Okay. Okay, das Ding ist Zweiter geworden in der Competition, aber genau, über Geschmack kann man natürlich streiten. Genau.
So, bitte. Noch ein 4K soll ich? Okay. Was haben wir denn? Ja, wir können das schon. Es ist sehr bunt, es kommt aus Japan, vielleicht liegt es daran. Genau, ist auf eine Tokyo-Demo-Party released worden. Genau, also 4 Kilobyte. Ich nochmal zum Gucken, genau, so groß ist die ausführbare Datei, bla bla, habt ihr schon gesehen. Ich starte das jetzt mal. Genau, und danach ist es aber wirklich Schluss und dann gehen wir alle uns betrinken oder nach Hause, wie auch immer. Okay, damit ihr die Sachen selber anschauen könnt, ich schreibe es noch auf die Webseite, wo man das runterladen kann und sowas, dann könnt ihr selber auch alles ausprobieren und mir glauben, dass das alles so echt ist. Ansonsten, ja, schönen Abend noch.